Ein paar Tage sind ins Land gezogen, bevor ihr wieder mit einer neuen Folge ARA History Untold versorgt werdet. Das lag zu einem großen Teil an einer Erkältung meinerseits. Und nun bin ich wieder zurück und ich freue mich, mit euch wieder die Australier bespielen zu können. Willkommen zurück bei Howard Florey, dem Australier himself, mit dem wir ein bisschen was aufzuholen haben. Ich habe viele Stunden ohne Aufnahme gespielt, weil die Erkältung einfach nicht mehr zuließ und habe so einiges mitgenommen, was wir in dieser Partie jetzt einfach einfließen lassen werden, um unsere Platzierung, und ihr seht das, auf dem letzten Platz zu korrigieren. Das ist nichts, wo wir verharren wollen. Wir müssen über den Strich, denn Nationen, die unter diesem Punkt hier liegen, haben am Ende des Aktes verloren und damit würden wir aus der Partie ausscheiden und das wäre dann doch ein ziemlicher Dämpfer für unsere erste Partie ARA History Untold. Wir schauen, was zu tun ist. Wir haben drei Städte, Wagga Wagga, Canberra und Peel und eine davon ist untätig und das ist Peel. Peel selbst hat zwei Möglichkeiten, sich zu verbessern. Und das ist zum einen die Bisonherde, auf die wir ein Jagdlager setzen könnten. Das generiert dann mehr Vermögen, wobei wir beim Vermögen einigermaßen solide momentan laufen. Die Nahrung ist noch besser und die Weinressource oder die Weinrebe gibt uns entweder die Möglichkeit über den Hof, ihr seht das hier, die Trauben, oder aber an mehr Nahrung zu kommen. Und ich glaube, dass wir erstmal auf das Jagdlager hier mit der Bisonherde gehen werden, um das Ganze zu befeuern. Was ich in meiner anderen Partie, die ich offline spiele, noch gesehen habe und was wir jetzt hier auch direkt mal irgendwie angehen wollen, sind ein paar Verbesserungen, dass wir produktiver werden in unseren Städten. Wir schauen auf unsere Fertigungsschlangen und sehen, dass Wagga Wagga Versammlungshalle untätig ist. Das heißt, wir wollen hier nach meinem Denken gerne die Gesetzbücher produzieren. Die geben uns als Annehmlichkeiten in den Städten nämlich Stadtsicherheit. Und das ist ein Wert, den seht ihr hier unten links. Der ist relativ niedrig momentan. Das wird die militärische Bereitschaft unserer Nation stärken. Und generell sollten die Werte der Lebensqualität in den Städten insgesamt relativ hoch gehalten werden. Wir könnten schauen, ob wir das Ganze noch ein bisschen pushen über Holz oder aber über Vermögen. Finde ich hier aber nicht so sinnig. Da gibt es schon andere Stellen. Und wenn wir auf unsere Fertigung gucken, gehen wir hier beispielsweise mal auf diese Metzgerei. Diese Metzgerei bekommt hier die Produktionsbeschleunigung durch Hausschweine. Wir haben aber keins. Wir könnten hier 10 Vermögen pro Runde einsetzen. Das finde ich relativ viel. Würde aber auch die Produktivität um 150% steigern. Schon realistischer ist es hier, 50% schneller vorzugehen. Pökelfleisch bekommen wir 1 in 12 Runden hinzu. Wenn wir hier 3 Vermögen einsetzen, und das machen wir jetzt einfach mal, dann seht ihr, wir sind bei nur 5 Runden für Pökelfleisch. Wenn wir dann auch noch an unsere Vorräte hier oben gehen, schauen wir gerade nochmal drauf. Das sind Waren, die Verbesserungen, hilfreiche Boni für die Verbesserungen und manchmal sogar für die Stadt gewähren. Dann können wir Steinwerkzeuge mit reinnehmen. Und dann das Ganze hier nochmal ein bisschen pushen, finde ich insgesamt sehr, sehr gut. Ansonsten läuft hier vieles. Wir können zum Beispiel in Canberra in die Werkstatt gehen, sehen, dass die Seile hier ebenfalls gepusht werden könnten mit Vermögen oder mit Seide. Davon haben wir exakt eine. Das finde ich jetzt blöd, die dann aufzugeben. Steinwerkzeug himself könnten wir auch mit Vermögen pushen. Aber da wir hier momentan an 2 Seilen dran sind, lassen wir das erstmal noch so werden und wirken. Und dann passt das schon. Was ich ganz gerne aber machen würde, ist einfach hier nochmal auf die Vorräte zu gehen und ein bisschen was reinzupacken, denn ihr seht das, wenn wir es hier oben leer lassen, ist die handwerkliche Produktion einfach niedriger. Mit einem Steinwerkzeug dabei steigern wir das direkt mal um einen gewissen Wert. Und das ist was, was wir dann in den weiteren Produktionsstätten hier auch einfach in Zukunft einsetzen sollten. Gehen hier mal gerade durch. Das war eben jene. Wir haben hier eine Versammlungshalle. Ne, wobei die Versammlungshallen können damit nicht gepusht werden. Aber hier sowas wie der Keramikladen. Wenn wir da mal drauf gehen, ist hier noch ein Steinwerkzeug. Hier könnten wir übrigens die Keramiktöpfe steigern. Wenn wir da Materialien nehmen, dann sind wir hier eine Runde schneller für die Keramiktöpfe. Ganz, ganz super. Die Gärgrube könnte sicherlich einen kleinen Push bekommen. Da gehen wir mit den Keramiktöpfen rein. Ist also nicht so blöd, das Ganze hier zu steigern. Wobei, wir brauchen nur eine Runde für einmal Wein. Ernsthaft? So flott sind wir. Dann sehe ich da keinen Vorteil, da irgendwie nochmal was reinzubuttern. Sirup machen wir momentan nicht. Bleiben beim Wein. Die sind echt flott. Passt. Wir können in den nächsten Zug. Wir können starten. Hier oben übrigens noch ein Ruinenlager. Müssen wir auch irgendwann auflösen. Wir denken aber daran, dass wir unten Probleme mit dem Stamm aus Maryborough haben. Den werden wir jetzt attackieren. Wir werden noch nicht das Ressourcenlager hier
greifen. Wir haben hier den Speerkämpfer, der sich auf den Weg begibt aktuell. Ja, da gucken wir einfach, was passiert. Hier oben ist noch ein Stamm, da sind wir einigermaßen solide mit. Wir schauen mal gerade unsere diplomatischen Beziehungen an. Broken Hill ist ganz gut, Neu-Perth ist okay, Maryborough ist ein wahrhaftiges Problem. Und Irene oder Irene vom Byzantinischen Reich sowie Tamar die Große haben wir im Blick, aber sind momentan kein großer Grund zur Sorge. Lasst uns einsteigen in die nächste Runde und es passiert einiges. Und mit einiges meine ich, dass hier vor allen Dingen Stammeskrieger vorzieht. Schauen wir uns gleich an. Wir haben einmal Wein gefertigt. Können wir schnell weglassen. Dann haben wir hier Handelsposten, der abgeschlossen ist. Und das ist das eben jetzt. Wir gehen auf die Fertigung und schauen, wie wir das hier pushen können. Wir könnten Stoffe einsetzen oder eben Pelze. Und würden dann nicht 30 Runden für Handelsgüter benötigen, sondern nur 5. Allerdings brauchen wir dann pro Runde einen Pelz. Und das finde ich ein bisschen happig. Das Wichtige ist ja dabei auch, man könnte das mal so 3 Runden einsetzen, aber man vergisst es halt trotzdem. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass gerade im Mid- oder Late-Game da riesige Probleme in der Erinnerungslücke auftreten. Da muss man mit Tabellen arbeiten, gefühlt. Von daher lassen wir das, wie es ist. Was wir hier noch nehmen können, ist eine Annehmlichkeit. Und wir packen hier gerne mal für die Stadtzufriedenheit. Nee, die ist bei 100. Da müssen wir gar nichts reinpacken. Auch den Wein nicht. Nee, wir sind hier erstmal okay. Wir können mit der Gesundheit hier momentan nicht viel tun. Das bleibt erstmal so. Hier haben wir den Bonus eingesetzt, das hatten wir gesehen. Eine Pattsituation steht hier in Maryborough. Okay. Geringe Gewinne hier oben. Die finde ich aber gar nicht mal so schlecht, so wie das hier aussieht. Das sind die Streitkräfte in der Nähe. Ja, und wir rücken jetzt hier langsam aber sicher vor. Brauchen noch 2 Runden. Befehle wurden unterbrochen. Ah, okay, weil wir jetzt hier angegriffen werden. Frage ist, können wir jetzt hier noch angreifen? Ja, das scheint so jetzt der Fall zu sein. Normalerweise müsste der den ja attackieren. Also auch als Bogenschütze. Schauen wir uns mal an. Mauerwerk ist abgeschlossen. Sehr schön. Große Pyramide von Gizeh ist nun baubar. Wir haben Skulpturen und den Palast. Was war... Jetzt muss ich mal gerade gucken. Das war doch wichtig für uns, oder? Ob wir den Palast setzen sollten? Wir schauen mal gerade drauf. Wir machen das hier nochmal zu. Und gucken mal auf die Ziele. Ah, hier, seht ihr? Wenn wir einen Palast bauen, dann bekommen wir als Erster, der den baut, 100 Prestigepunkte. Und die würden uns wirklich pushen. Das müssen wir gegebenenfalls dann uns genauer betrachten. Große Gewinne an dieser Stelle hier. Sehr gut. Darüber hinaus goldenes Zeitalter vorbei. Einmal Seile gefertigt und die Keramiktöpfe. Ja, und dann gucken wir auf die Forschung, die wir hier begehen wollen. In einer weiteren bekommen wir Zugang, um in die Eisenbearbeitung einzusteigen. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Ich finde die Segel ganz interessant. Das wäre wirklich gut, weil wir dann Docks dazu bekommen, den Koloss von Rhodos, Webereien, Fische, gesalzene Fische. Gerade mal gucken, ob Weben für uns von besonderer Bedeutung ist. Stoffe, Möbel, Läufer und Teppiche. Die Webereien, ja, die sind auch nicht so verkehrt. Ja, Segel, wir sind selten, na wobei, wir sind einmal sind wir an der Küste, ne, mit Wagga Wagga. Ja, es entscheidet sich jetzt wirklich zwischen Weben und Segeln. Ich glaube, wir gehen erstmal auf die Weberei. Verbände gehen für die Stadtgesundheit, das ist ganz gut. Canberra hat da Probleme beispielsweise. Ja, dann gehen wir auf die Weberei. Nehmen das mit. Einheiten sind untätig, das können wir gar nicht gebrauchen. Ziehen hier mal nach unten. Und gehen dann in den nächsten Zug. Sind hier siegreich gewesen. Und rücken hier gerne vor. Werden hier attackieren. Gibt wieder den schönen Dauerbogenhagel. Weiteres Lager entdeckt. Oh ja, das werden wir gerne aufmischen. Ein Ressourcenlager. Haben einen Sieg zu verbuchen. Und die Steingrube ist fertig. Das ist gut. In Canberra. Ja, und dann können wir nämlich hier auf die Vorräte gehen. Nehmen einmal Steinwerkzeuge. Steigert unsere Produktion.
Und dann ist die Frage, gehen wir auf Metallbarren oder gehen wir auf Edelmetalle? Wird für die Fertigung von Münzen und Schmuck verwendet. Na, da habe ich momentan mal gar keine Aktien drin, aber ich glaube, wir gehen hier erstmal auf die Metallwaren. Das ist okay. Bin ich sehr zufrieden mit. Eine weitere Stadt untätig? Ja, Canberra. Wir gucken hier mal an der Seite, ob wir irgendetwas... Machi, das Ressourcenlager. Ist das noch... Warum haben wir da noch keine Möglichkeit, drauf zuzugreifen? Achso, da können wir noch nichts machen, weil wir das Ressourcenlager noch aufbrauchen müssen. Und dann haben wir hier noch einmal... Ah, okay, da können wir nicht bauen, weil da der Puma ist. Aber es gibt doch nichts, was wir mit einer Verbesserung versehen hier irgendwie jetzt anpacken könnten. Die Frage ist, was haben wir hier? Das muss ich mir gerade nochmal kurz offscreen angucken, damit ich nichts doppelt und dreifach baue. Schaue ich mir kurz an. Im Übrigen schaue ich schon auf den Palast. Ihr seht das hier unten, aber wir brauchen dafür 10 Seile. Oh, das muss ich auch noch schnell regeln, dass wir mehr Seile bekommen, dass wir den Palast angehen könnten. Was ich für den Moment einigermaßen sinnig erachte, ist, dass wir in Mudgy ein Sägewerk errichten. Denn wir haben hier 3er Holzwert in der Region. Und wenn wir jetzt hier das Sägewerk hinzupacken, dann seht ihr, dass der Effekt bedeutet, 100% des Holzertrages der Region werden der Ernteproduktion der Stadt hinzugefügt. Und das ist schon sehr, sehr sinnvoll. Nehmen wir gerne, bauen wir hier und warten dann auf die anderen Dinge, die hier möglich sein werden. Ich bin jetzt vor allen Dingen gespannt, wie wir jetzt hier unten gegen diesen einen einzigen Krieger oder Stammeskrieger noch vorgehen und was dann mit dem Stamm hier unten passiert. Bisher habe ich immer nur die Stämme irgendwie eingenommen, aber jetzt passiert wahrscheinlich ein bisschen was anderes. Genau, wir haben nämlich... Ah ne, das ist der Anspruch von Wagga Wagga. Oh, da können wir erstmal eine neue Region beanspruchen. Gerade schauen, was für uns von besonderem Interesse ist. Wodonga hat hier die Möglichkeit, Reis abzugreifen. Das ist so ein bisschen schwierig. Weil wir natürlich auch nicht so sehr hier Richtung unserer Hauptstadt agieren wollen. Ein wenig verzwackt. Hier oben fände ich es noch interessant, wegen dem Vermögen hinzukommen. Das ist Sydney. Wir könnten Sydney nehmen. Dann hätten wir noch einmal Holz. Ja, es sind 5 Regionen. Wir nehmen erstmal Sydney, weil wir dann auch hier oben hinkommen mit dem Mais. Das wäre vielleicht ganz interessant. Bestätigen das. Dann haben wir die Stadt aka untätig. Sehr schön. Achso, das wird erst nächste Runde erzeugt, das Ganze. Wir könnten hier noch im Meer... Ja, noch ein Fischernetz finde ich irgendwie komisch. Dann will ich gerne überlegen, ob wir in Swan Hill noch was machen. Frage ist letzten Endes, was wir hier tun könnten. Haben wir schon irgendwo eine Drogerie hier? Mal gerade schauen. Tatsächlich nicht. Die gibt statt Gesundheit hinzu. Das ist sehr, sehr wichtig. Ihr seht den Wert unten. Der ist unterdurchschnittlich. Eine Drogerie bitte hier in Wagga Wagga errichten. Dann haben wir eine Pattsituation. Angeblich. Ist da noch jemand drin? Ne, eigentlich nicht. Wir gucken uns das mal nächste Runde an. Noch ein Lager wurde entdeckt. Hier greifen wir natürlich jetzt nächste Runde zu. Sehr gut, können wir direkt hin. Und dann haben wir hier die Drogerie fertig. Ist das schon in Wagga Wagga? Ah, habe ich da eine gesetzt? Oh, warum wurde mir die denn nicht angezeigt? Dann gehen wir natürlich... Ah, kann ich den abbrechen, den Bau? Ja, Gott sei Dank. Also nochmal, wir haben hier... Nee. Das passt nicht. Das ist das Jagdlager. Ach so, und aktuell ist die Drogerie. Entschuldigt, ja. Wir haben das Jagdlager und nehmen damit ein bisschen mehr Verdienst hier ein, momentan. Die Pattsituation beachten wir in der nächsten Runde. Und es gibt eine Einheit, die untätig ist. Die soll gerne angreifen. Aber wir können hier nichts angreifen. Was können wir mit dem Stamm jetzt machen? Können wir mit dem gar nichts machen? Wir können plündern. Das ist interessant vielleicht. Ja, wir... Ah ja, sehr gut. Stamm plündern, bitte. Jetzt ist er untätig. Die Frage ist, kann der hier diesen Puma angreifen? Weil die Möglichkeit besteht natürlich, dass wir hier dann Pelze und ähnliches dann von bekommen. Gerade mal überlegen. Ja, das scheint zu gehen. Ja, ja, er bekommt das Angriffszeichen, der Bogenschütze. Das sollte gut ausgehen. Wir schauen auf den nächsten Zug und schauen vor allen Dingen, was das Plündern hier letzten Endes bringt. Es ist einiges los.
Ein Anspruch erzeugt in Peel. Sehr schön. Oh, das ist gut. Denn wir haben hier einmal Yundalup, wo wir Kühe anbinden könnten. Ballarat ist super, wegen den Schweinen und auch sonst super Erträge. Oh, das reizt mich sehr. Hat vor allen Dingen 5 Regionen. Ja, das klingt doch wirklich nach einem Deal. Da möchten wir hin expandieren, da bin ich mir sehr sicher. Ohne groß drüber nachzudenken. Bekommt Peel hier den Aufschwung? Eine Einheit, die untätig ist. Was haben wir gefunden? Pökelfleisch wurde erzeugt. Weitere Vorräte wurden entdeckt. Ja, das ist auch toll. Hier haben wir jetzt eine Zone hinzubekommen. Sehr schön. So, und hier bekamen wir 2x Gewürze, 2 Edelmetalle und 2x Salz. Hier müssen wir schauen. Hier haben wir noch Vorräte. Hier können wir noch ein Seil anbringen. Ah, wobei, ein Seil ist vielleicht nicht so gut. Ich würde gerne mit dem Rad gehen. Einfach, weil wir das Seil benötigen. Wir haben geklärt, warum. Wegen dem Palast. Schmuck dauert hier momentan ein bisschen. 3 Runden. Nehmen wir so hin für den Moment. Könnten hier auch noch ein Rad nehmen. Aber das bringt nichts. Aber eine Sache brauchen wir auf jeden Fall. Dann sind wir nämlich jede Runde mit einem neuen Keramiktopf dabei. Weitere Einheit, die untätig ist. Die geht bitte hier runter und sammelt dieses Ausrüstungslager. Eine Veranstaltung findet statt. Gesandter eines mächtigen Anführers kommt an unseren Hof und bittet um Hilfe. Wir haben die Möglichkeit, mit Tamar der Großen irgendwie in positiven Kontakt zu treten. Dafür müssten wir 3 Stoffe aufgeben, das können wir gut tun. Es gibt einen 20er Beziehungsbonus, in dem wir sagen, wir geben die Stoffe ab und damit könnt ihr einheitliche Uniformen herstellen. Finde ich sehr, sehr gut. Denn wenn wir jetzt hier die Beziehung torpedieren, dann wird Tamar die Große mit der großen Armee, die hier angeblich vorhanden ist, uns sicherlich bald behelligen. Das wollen wir auf keinen Fall. Nicht aus Australien. Und deswegen stellen wir dieses Material sehr gerne bereit. Wunderbar. Das ist gut für uns. Wir tendieren hier und schauen, was passiert. 2 Jagden sind erforderlich. Ja, und dann oh, und schon wieder ein Auslöschungskrieg. Das gibt es doch nicht. Verteidige alle deine Städte gegen eine Invasion. Na, das ist ärgerlich. Weil jetzt müssen wir hier auf jeden Fall unsere Truppen wegziehen. Und die Frage ist, können wir das in dem Moment machen? Und wo steht der Gegner? Na, Gott sei Dank nicht vor der Tür. Aber es sieht mir aus, als müssten wir jetzt irgendwie erstmal agieren. Und das wird gleich kritisch. Also. Kann der weg? Der kann nicht weg. Na, dann haben wir uns ja genau rechtzeitig hier in eine Situation begeben. Oh, das ist ärgerlich. Grenzen sind geschlossen mit den Byzantiniern. Das ist der 2. Krieg binnen kürzester Zeit, den ich wirklich gar nicht gebrauchen kann. Im Übrigen ist sie ganz satt abgerasselt. Warum? Ah, sie hat bestimmt mächtiges Prestige hier eingebüßt, weil sie uns den Krieg erklärt hat, oder? Und schaut mal, wir kommen hier auf einmal an die Denkwürdigkeitsstufe wieder dran. Wir machen scheinbar echt alles richtig. Oder der Krieg hat uns gerade richtig gepusht. Einmal Seile gefertigt, Keramiktöpfe und Wein. Eine neue Zone in Peel. Ja, die Frage ist, ob wir hier jetzt noch den Bogenschützen... kann ich den abrücken lassen? Ist der jetzt zwingend im Kampf? Canberra ist auf jeden Fall gerade frei und kann was produzieren. Und da, denke ich, gehen wir jetzt auf Einheiten. Wobei ein Speer nicht. Richtige Einheiten bräuchten wir dann bitte. Ein Schwertkämpfer ist wahrscheinlich relativ stark verhältnismäßig. So ist es. Und den haben wir in 2 Runden. Ja, das ist doch genau das, was wir jetzt brauchen, dann, um uns da oben auch zu verteidigen. Das heißt, wir gehen jetzt auf einen Schwertkämpfer. Das sehe ich als notwendig an. Geringe Gewinne hier unten. Ich würde da gerne rausflüchten, aber irgendwie ist das nicht so leicht möglich, gerade wenn man da in den Kampf gegangen ist. Und das wird eine gute Weile dauern. So, Beziehung zu Georgien hat sich zu neutral gewechselt, das ist schon mal gut. Und wir gucken das Ganze, hier seht ihr es, ne? Das ist nicht sehr, sehr solide. Und viele Probleme drumherum, obwohl wir sie nicht haben wollen. Sägewerk abgeschlossen in Canberra. 5,1 Holz pro Runde. Das ist kein schlechter Wert.
Können hier nochmal Steinwerkzeuge, das steigert es nochmal um 0,7 Punkte. Und dann gibt es noch eine Veranstaltung. Der Anführer des Stammes beobachtet desinteressiert, wie sich einer seiner Leute nervös die Hände reibt. Wir werden um Rat gefragt und ich kürze das an der Stelle gerne ab. Die Gerechtigkeit ist blind und wir werden für Verbrechen verurteilen, sorgen dafür einen Minus an Zufriedenheit in unserer Hauptstadt für 5 Züge, bekommen damit aber einen Beziehungspunkt für den Stamm aus Broken Hill hin, den wir auf jeden Fall für uns beanspruchen wollen. Ganz, ganz wichtig, viele Mannen werden dann zu uns kommen, möglicherweise nach Peel, was die Stadt sofort extrem pushen wird. Also, wir gucken vor allen Dingen, was jetzt hier nächste Runde passiert, wie krass unser Bogenschütze jetzt Probleme bekommt. Weben ist vor allen Dingen da. Hier gibt es das Raubtier, das geleert wurde. Und er zieht jetzt bitte in Richtung Norden. Das wird lang genug dauern. 4 Runden Minimum. Hier unten sieht es sehr, sehr geringe Gewinne. Also irgendwann haben wir das hier unten, aber das ist eine Schlacht, die jetzt wirklich an unseren Punkten hier erstmal zehren wird. An unseren Trefferpunkten. Sei es drum und nehmen wir es gerne hin. Diese Einheit hier sollte bitte im Idealfall hier das Ausrüstungslager holen. 2 Runden. Einmal Pflug. Der Pflug ist interessant. Der könnte uns irgendwo auf einem Hof helfen, wenn ich das richtig vor Augen habe. Ja, genau so ist es. Schaut mal, dann ist nämlich die Leistung nicht mehr bei 18,6 Nahrung, sondern bei 20. Und damit haben wir natürlich ein bisschen mehr Nahrung in unseren Städten. Wird gerne eingesetzt hier in Canberra, sofort verwendet. Und das ist eben der Punkt, den ich am Anfang der Folge gesagt habe. Wir werden jetzt schon versuchen, unsere einzelnen Fertigungsstätten zu pushen in dem Sinne. Pelz, Festmahl und 10-mal Nahrung gab es beim Entfernen des Raubtiers. Hätten wir jetzt keinen Krieg, hätten wir da noch ein bisschen mehr Zeit für gehabt, da ein bisschen zu plündern und zu looten. Bogenschützen, der hat Gesundheit verloren, der muss sich zu Hause aufheilen. Da bekommt er die meisten Trefferpunkte zurück. Anspruchelement in Canberra. Oh, das ist interessant. Und die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Wir haben Lithgow, Queensland. Ich sehe hier unten Goulburn. Adelaide ist interessant. Und sehr hochrangig ist Gympie, hat aber nur 2 Zonen. Sehr, sehr gering. Also insofern tendiere ich Richtung Adelaide wird es wahrscheinlich. Nahrung. Queensland ist interessant. Also da gehen wir halt auf Produktion. Ne? Da gehen wir auf die Materialien und auf die Hölzer, die wir gut und gerne mal noch brauchen können. Gerade Materialien würden uns helfen. Das sind 3 Regionen. Und ich gehe ja oft irgendwie auf das, was viel mit Nahrung zu tun hat. Aber hier unten könnten wir schön hin expandieren. Guckt euch das mal an. Hier bekommen wir schön viel Materialien. Ich glaube, dass Queensland eine gute Idee ist. Dass wir da den Anschluss herstellen schon mal. Da habe ich gerade übrigens noch was gesehen. Nämlich hier das Baumwollfeld, was wir mit einer Hofverbesserung zeitnah dann entsprechend versehen könnten. Sehr gut. Was wir auch versehen können, ist die Bronzezeit. Wir können in die Eisenbearbeitung gehen. Und das finde ich schon okay. Und das bestätigen wir. Den Rest lassen wir hinter uns. Gehen dann in die Eisenzeit und werden dann seefahren. Das würde uns auch sicherlich nochmal einen guten Push bringen. Bewässerung, Münzprägung, schöne Dinge, die wir hier hinzubekommen. Die Navigation für Langschiffe und ähnliche Dinge, wie zum Beispiel auch den großen Leuchtturm. Das ist schon spannend und insofern gehen wir gerne sofort weiter in den nächsten Zug. Gucken wir, ob hier irgendwo schon Gegner sind. Ich sehe keine. Es ist einigermaßen beruhigend. Region beansprucht, Schmuck gefertigt, Seile ebenso. Wiederum geringe Gewinne. Ja, das geht hier echt aus wie das Hornberger Schießen. Ein Schmuckbonus, was haben wir hier? Ah, hier ist das Pökelfleisch leer. Da ist die Frage, ob wir hier Schmuck einsetzen für Wohlstand und Zufriedenheit. Ah, den haben wir. Ja, okay. Dann gerne das Parfüm für noch mehr Zufriedenheit. Okay. Schwertkämpfer geht in die Ausbildung. Und dann ist die Stadt untätig. Ich glaube, ich nehme hier gerade noch einen Schwertkämpfer mit rein.
Er hat laufende Kosten von Vermögen und Nahrung. Ah, da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen was hier produzieren, damit wir gewappnet sind. Ich weiß noch nicht, wie viele die jetzt senden werden oder ob überhaupt irgendwas aktiv auf uns zukommt. Aber damit wäre ich dann erstmal zufrieden. Die Musterung beginnt. Wir sind hier schon in heimischen Gefilden. Ein Gesetzbuch ist gefertigt, sehr schön. Große Gewinne hier unten. Ja, den Stamm haben wir dann wahrscheinlich bald. Was auch immer haben bedeutet. Also irgendwie auslöschen haben wir den nicht können, ne? Festmahlbonus in Wagga Wagga war ein Thema. Schauen wir uns mal gerade an, wie hier die Annehmlichkeiten laufen. Ne, alles okay. Wohnraum ist in Ordnung, ich bin zufrieden. Und dann eine Veranstaltung. Der Anführer einer rivalisierenden Nation sagt, die Konstellation der Sterne wäre ein schlechtes Omen. Und hier das Event finde ich jetzt spannend und deswegen nehme ich euch mal komplett mit. Also die bedrohliche Finsternis. Irene vom Byzantinischen Reich meldet sich und spricht davon, dass die Sterne ein böses Omen signalisieren. Sie behauptet, dass unsere beiden Völker Dunkelheit erwartet, sollten die Kämpfe so weitergehen wie bisher. Dies könnte eine Katastrophe für beide Armeen bedeuten. Man sollte zusammenarbeiten, um den kommenden Sturm zu überleben. Die Geschichte besagt, das Einzige, was den sechsjährigen Krieg zwischen den Lydern und den Medern beenden konnte, war die Sonnenfinsternis. Die Legende besagt, dass die Dunkelheit über beide Armeen hereinbrach, was als Zeichen für ein schlechtes Omen angesehen wurde und die Kämpfe eingestellt wurden. Bald darauf folgte ein Friedensvertrag. Wir könnten sagen, wir leisten Wiedergutmachung vorerst und während wir uns dann darauf vorbereiten, dass die Welt in Dunkelheit gehüllt wird, schicken wir den Boten mit der Bitte, alle Differenzen bis auf Weiteres beizulegen. Im Wissen, dass von den Feinden keine Gefahr mehr ausgeht, können wir dann beruhigt ausharren, bis das Omen vorüber ist. Ich sag mal so, wenn das Spiel mich jetzt nicht anflunkert und das bedeutet, dass der Krieg damit vorbei ist, nehme ich gerne die Zufriedenheit für alle Städte. Wir könnten aber auch die Armeen vorbereiten. Wer weiß, was uns im Schutz der Dunkelheit geschieht. Wir sammeln die Armeen für den Fall, dass die Gegner die Schatten für einen Angriff nutzen. Das Volk kann jetzt ruhiger schlafen, nun da es weiß, dass seine Nation in diesen unruhigen Zeiten befestigt wurde. Was machen wir also? Gehen wir auf die Zufriedenheit oder gehen wir auf die Sicherheit? Sicherheit ist etwas, was wir natürlich in Kriegszeiten wollen, aber wir wollen eben keinen Krieg. Wir schätzen die erste Variante und wählen diese und ich bin gespannt, ob der Krieg dadurch beendet wird. Ich wette nicht. Ich wette nicht. Und dann ist es ärgerlich, weil dann hätten wir einfach sagen können, dann gehen wir auf die Sicherheit. Aber gut. Nehmen wir es erstmal so, wie es kommt. Und hier werden wir vor allen Dingen mal gerade warten, bis wir geheilt sind in diesem Bereich. Einmal Steinwerkzeuge hinzubekommen. Gesetzbuch und Pökelfleisch sind fertig. Hier ist der Sieg. Und hier ist die Frage jetzt einfach, können wir hier diese Stadt einnehmen? Plündern will ich sie nicht. Könnten uns hier auch heilen. Oder wir plündern ihn doch. Wir gucken mal, was passiert. So, Festmahl, Bonusverbrauchen aktiviert in Peel. Da müssen wir mal gerade reinschauen. Na, alles okay. Und diese Einheit hier ist untätig. Und soll dann bitte Richtung Süden ziehen. Nächster Schwertkämpfer. Einmal bitte stationieren. So, und untätig hier. Da sorgen wir für, dass die Baumwolle angeschlossen wird mit einem Hof, oder? Ja. Das ist hier drüben und sieht sehr spannend aus der Ferne aus. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Ja, sehr schönes Feld. Nehmen wir auf jeden Fall und gerne mit. Nächster Zug. Ich sehe hier keine Probleme mit Einheiten. Das ist erstmal beruhigend. Und was ist hier unten los? Wir plündern munter. Ah doch, wir nehmen jetzt hier so langsam aber sicher die Stadt ein, wenn ich das richtig sehe. Gerade mal gucken. Bogenschützeneinheit hat geheilt. Musterung beginnt. Das hier ist ein Schwertkämpfer. Mit dem können wir sofort mal nach Norden ziehen. So, und wie viele Seile haben wir hier mittlerweile? Gerade mal gucken hier oben bei der Ware. Wir sind bei 7.
0,4 pro Runde. Ah, hier bekommen wir mehr Informationen über den Süden. Das nutzen wir weiter aus. Und hier gucken wir jetzt mal gerade, ob sich das hier verändert. In der nächsten Runde. Ja, tatsächlich. Wir sind die erste Nation, die die Eisenzeit. Und wir sind in der Eisenzeit, bekommen Prestige und ganz viele andere Dinge. Das Sägewerk, das hatten wir schon, aber Eisen, die Möglichkeit auf Kasernen, Metalltöpfe, Metallwerkzeuge, sehr, sehr spannend. Willkommen im Zeitalter der Eisenzeit. In dieser Ära weicht Bronze geschmolzenem Eisen, was zu unzähligen Innovationen führt. In der Kriegsführung werden Befestigungen, Stadtmauern und langwierige Belagerungen mit leistungsstarken Belagerungsmaschinen zum Alltag. Und Fortschritte in der Seefahrt ermöglichen den Zugang zu fernen Küsten. Innovationen in der Wirtschaftsverwaltung führen zu komplexeren Handelsmöglichkeiten und die weit verbreitete Verwendung von Münzen trägt dazu bei, neue Volkswirtschaften hervorzubringen und Verbesserungen bei den Konsumgütern voranzutreiben, um so die Lebensqualität der Bürger zu verbessern. Meine Damen und Herren, das ist die Folge gewesen, auf die ich lange gewartet habe. Wir sind in der Eisenzeit und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Let's Splinter. Macht's gut. Ciao, ciao.